Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Doom Eternal. Ah, warte mal. Was ist denn hier noch? So, ja, hat sich ansatzweise gelohnt. Genau, hier drin war ja nichts mehr von Interesse. Fürs Nachladen soweit. Warte mal, wie sieht es eigentlich mit Waffenpunkten aus? 2. Da können wir nicht allzu viel reißen. Ne, fehlt genau noch einer. Schön, echte Batterie. Generell sollte ich mal nachschauen. Ich glaube, wir haben hier auch. Nö. Hier haben wir zumindest mal alles mitgenommen. Da oben bleibt dann noch ein bisschen was. Ich glaube, versteckt ist hier auch nichts großartig. Unsere transdimensionalen Freunde sollen nicht auf beschmutztem Boden wandeln. Die Erde muss gesäubert werden. Ihr seid doch alle irre. Na, das sind glaube ich nicht viel genug. Nö, das waren erstmal nur 3. Na komm. Danke. Haltet echt nichts aus. So, sehr schön. Ah. Noch ein Codex-Eintrag. Rückkehr von Samuel Hayden. dann hätten wir da noch einen Punkt. Den nehmen wir auch noch gerne mit. Allerdings kommen wir erstmal nicht rein. Machen wir es so. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Das war ein bisschen zu spät, leider. Simone ist wieder komplett leer bei dem Ding. Fürchte ich ja fast. Also wieder mehr rumsägen. Jetzt können wir noch eher hoch, aber ich glaube, da geht auch erstmal nichts weiter. Da unten ist noch ein Ruhepunkt.
Dankeschön. So. Wisst ihr, aber wie gesagt, ich bin eigentlich mit den aktuellen ganz zufrieden. Keine Ahnung, ob es sich da großartig lohnt, das auszutauschen. Gut, dann ja, haben wir da wieder ein Nest. Und dann geht es da hinten mal noch irgendwann weiter. Sonst aber erstmal nichts, wie es aussieht. Ja. Sehr schön, wir schauen uns gerade mal hier noch ein bisschen um. Da haben wir eine Kugel. So, wandern wir euch mal weg. Das hat sich großartig gelohnt. Oh. So, vielen Dank dafür. Da haben wir auch Rüstung. Sehr gut. Dank. Das war noch nicht mal irgendwas Großartiges hier. Ritzel. So. Du hast da mal hier. Du auch. Besser. Ich brauche, glaube ich, hier so einen Gang, wo ich die mal reinpacken kann, das ist, dass ich die alle auf einem Raum habe, das nicht so sehr überhitzt alles. Ich haut ja ganz schön rein hier. Na gut, Raketen gegen den, glaube ich, ist nicht so sinnvoll. Der weicht da ja immer aus. Außer wir lassen ja halt einfach keine Zeit zum Ausweichen. Na, Schub, okay. Ist in Ordnung. Aber wir haben tatsächlich genug Zeit und Platz zum Auszuweichen hier. Nacht. Okay, die Munition wird hier langsam wieder.
Den nervst du aber gerade. Zack. Ja, mit dem Ding habt ihr echt gar nicht so viel dem entgegensetzen, ne? Moment. Dann dürfen wir jetzt, glaube ich, hier alles erledigt haben. Nacht. Du kommst in die Großen. Sehr schön. Nacht. So, hat zwar einiges an Muni gekostet. Aber hey. Damit hätten wir dich dann auch zerlegt. So, hier war dann zum Glück nicht allzu viel, was uns hier eingekesselt hat. Und ich hatte immer noch genug Platz zum Ausweichen. Das macht dann auch immer noch eine ganze Menge aus. Genau, wir haben es erledigt. Wir haben ja auch nichts mehr mitzunehmen. Sehr gut. Ich glaube, an Munition können wir hier erstmal nichts mehr einsammeln. Oh, andererseits. Besser als nichts. Auch wenn es nur wie, keine Ahnung, 20 Schuss oder so waren. Gut, hätten wir hier alles? Dann geht's weiter. Einmal ins Loch, bitte. Oder? Ja, theoretisch dürfte man, glaube ich, hier eigentlich mit, alles mitgenommen haben. Toll. Wie viel seid ihr? Dürfte reichen, oder? Nee. Ganz schade. Leben. Diesmal bin ich darauf vorbereitet. Klappe. Oh.
halt die Frage, wie viel von denen noch kommen. Spawnt die unendlich? Ja, Treibstoff bitte. Ich hab schon das Gefühl, oder? Zweimal noch. So, hier haben wir dann den Dash. Ja, springen ist leider auch nicht. Ätzende Brühe. Gut, wir können auf jeden Fall da ran. In der Luft drehen und dann darüber dashen, wie es aussieht. Gut, geht. Dankeschön. Der Dash dann auch wieder. Nimm die nächste Wächterbatterie. Sehr schön. Noch problemlos hier rüber. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na, wollt ihr da mal rein? Hm. Ja, tut einigermaßen weh, aber passt. Nix. Und einfach durchdashen. Es wird. Kako. So, was geht hier drinnen ab? Erstmal gucken, gibt's hier, da unten geht's dann wieder weiter mit den nächsten Einträgen. Erstmal weiter. Also schon beim nächsten Turm, wie es aussieht, ne? Dann würde ich euch gerne nochmal in die andere Richtung, bitte. Sehr schön. So, noch mehr von Samuel Hayden.
Und das passt dann auch ganz gut. Dann können wir mich hier gerade die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.